Hi Leute, mein Name ist Simon und herzlich willkommen zum nächsten Video in der CI/CD Videoserie. Heute geht es darum, Badges anzuzeigen. Badges in einer README anzuzeigen und wie das aussieht, das zeige ich euch hier. Wir haben hier die sogenannten Badges, also kleine Icons, in denen Texte drinstehen. Man kann damit wesentlich einfacher Nutzern zeigen, was in der CI/CD-Pipeline abgeht. Man sieht hier auch bei MeCoffee kann man auch einbinden. Es gibt viele verschiedene und dazu will ich euch kurz Shields.io vorstellen. Und Shields.io generiert euch Badges. Das ist ein ziemlich cooles Tool und ihr könnt euch hier auch einlesen, also ganz einfach Shields.io. Es gibt sämtliche Badges, die ihr euch generieren könnt. Wir werden uns heute mit den gezeigten Build and Deploy bzw. mit der License und der Image Size begnügen. Die Build and Deploy Badge kommt von GitHub selbst und muss deswegen nicht von Shields.io generiert werden. Fangen wir doch einfach an mit der License Badge. Dazu gehen wir in unsere README rein und müssen natürlich auch sicherstellen, dass wir da auch die richtige License haben. Das habe ich im Vorab überprüft. Wir haben hier die MIT-License und diese können wir jetzt referenzieren. Was wir machen werden, ist ganz einfach ein Bild einfügen in einer README bzw. in einem Markdown-File. Die Syntax könnt ihr zusammensuchen, könnt ihr einfach googeln, das werdet ihr bestimmt finden. So, was wir jetzt machen werden, ist der Link zu image.shields.io. Dann suchen wir uns die Badge zusammen und sagen jetzt hier einfach license-mit-blue.svg. Das wird Folgendes generieren, wenn ich hier kurz die Vorschau antrigger. Einen Moment, muss ich schauen hier. Genau, das ist die Vorschau. Okay, wir sehen jetzt ein blaues license-mit-File. Ein blaues license-mit-Badge. Wir könnten das, glaube ich, auch green machen, zum Beispiel, wenn das uns besser passt. Genau, dann sehen wir License MIT. Ich lasse jetzt aber auch erstmal bei Blue. So, der nächste Part, der jetzt kommt, ist von GitHub selbst und referenziert das eigentliche, die CI/CD. Wir wollen Nutzern einfach von unserem Repository gleich klar machen, läuft unsere CI/CD-Pipeline oder läuft sie nicht. Das gehört so sozusagen zum guten Ton eines Repositories, in der README, in der Markdown-File direkt einsehen zu können, ob das Ganze klappt, ob alles deployed wird, und es gibt einfach einen wesentlich schöneren Überblick über das Repository. Deshalb jetzt hier die gleiche Syntax, dieses Mal sagen wir Apo CI und binden jetzt die GitHub Badge ein. Dazu gehen wir natürlich auf github.com, dann in unsere Organisation, das ist in unserem Fall jetzt, in meinem Fall SourceFrog, dann das Repository, das heißt CI/CD, dann gehen wir zu den Workflows und jetzt wird es interessant. Jetzt lasse ich hier mal Platz und sage am Schluss noch badge.svg. Ja, was kommt hier rein? Das Ganze ist relativ einfach, wenn man es versteht. Ist es auch nicht sonderlich viel zu verstehen. Dazu öffne ich mal hier die folgende Seite. Das ist jetzt unser Source Code Repository, CI/CD. Das Ganze findet man heraus, wenn man auf Actions geht. Dann sieht man hier links die Namen der Pipelines. Ich klicke jetzt hier drauf und sehe in der URL, okay, SourceFrog Organisation, CI/CD Repository, dann die Actions und jetzt eben die Query auf die Workflows, und das heißt im Endeffekt, hier steht der Name unseres Workflows. Den kopiere ich jetzt, schließe das Fenster und füge ihn hier ein. So, das Ganze als Vorschau und wir sehen, okay, License MIT und jetzt das neue MyIonic CI/CD Pipeline Parsing. Zugegeben, MyIonic CI/CD Pipeline ist nicht ein schöner Name für eine Pipeline. Deswegen werde ich das Ganze jetzt ändern und sage hier Build and Deploy.
Jetzt müssen wir natürlich erst committen, damit das wieder zur Verfügung steht, beziehungsweise dass der Name geändert wird. Ich versuche das jetzt auf einen Schlag zu machen und gebe deswegen hier ein Build und dann %20, was der HTML-Code für ein Leerzeichen ist, and %20 wieder deploy. So, kurze Vorschau, wird jetzt Folgendes natürlich nicht generiert, weil er diesen Workflow noch nicht findet, noch nicht. Falls wir jetzt aber committen, dann sehen wir auf jeden Fall die Batch. So, als nächstes kommt unsere Docker Image Size dran. Da wir ja in den letzten Videos schon behandelt haben, dass wir das generierte Docker Image auf Docker Hub hochladen, wollen wir jetzt natürlich auch gleich sagen, okay, lieber Nutzer, wenn du hier die README siehst, hier ist sofort der Link zu unserem Docker-Image. Das heißt, wir können hier draufklicken und wir werden direkt referenziert auf Docker Hub. So, das Ganze ist dann folgendermaßen. Diesmal wieder von shields.io, also nicht mehr von GitHub. Und deswegen hier wieder die gleiche Syntax. Dann müssen wir jetzt hier aber eigentlich nichts einfügen, weil das Ganze von Docker schon gemacht wird. Und ich muss mich jetzt kurz orientieren. Ich habe hier das Ganze von der Liefer-Emma, was mal ein Projekt war. Und das Ganze müssen wir jetzt einfach nur verändern. Das heißt wieder image shields.io, Docker, image size. Und jetzt sagen wir aber nicht Liefer-Emma Frontend, weil das ist jetzt nicht unsere Organisation oder unser Repository, sondern wir sagen in unserem Fall source-frog und nicht fork. Das ist ein beliebter Schreibfehler. CI-CD. Dann linken wir auf Docker Hub, das heißt hub.docker.com. R für Repository und jetzt wieder source-frog. Und jetzt CI-CD. Das Ganze können wir jetzt natürlich überprüfen, ob das Ganze richtig ist, indem wir das Ganze in einem Browser unserer Wahl öffnen. Wenn ich jetzt da rauskomme, ups, wurde nicht gefunden, dann muss ich hier doch SourceFrog finden. Jetzt finde ich die Organisation nicht und okay, wir sehen, okay, es hat eigentlich alles gepasst, bis auf die Minusse, die Dashes, die sind hier nicht, deswegen natürlich das Ganze hier wegmachen und jetzt sollte auch unser Link funktionieren. Wenn wir da drauf gehen, jawohl, wir sehen, wir werden direkt auf Docker Hub referenziert. So, wenn wir das Ganze uns anzeigen lassen, dann sehen wir jetzt Repository not found. Das Ganze ist jetzt interessant, da wir ja gerade da drauf waren. Muss ich hier vielleicht schauen. Okay, bei imageshields.io müssen wir das natürlich auch wieder fixen und sagen nicht Minus, sondern das Ganze ohne. Und jetzt sollten wir, genau, jetzt sehen wir auch die Image Size, auch wieder blau. Kann man, glaube ich, auch noch customizen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir das Ganze jetzt committen, dann sagen wir, okay, git add.github Workflows, Hello CI/CD Pipeline, genauso wie die README. Das Ganze committe ich jetzt und sage minus M wieder diese Convenience, die ich hier eingeführt habe, SourceFrog und sage hier added CI/CD batches in README.md. So. Jetzt pushe ich noch das Ganze und hoffe natürlich, dass wir gleich die Pipeline angezeigt bekommen. Dazu gehe ich natürlich auf SourceFrog, auf GitHub, in CI/CD und sehe jetzt, okay, Image Size hat funktioniert, License auch. Was noch nicht funktioniert hat, ist CI/CD. So, kurzer Zwischenstatus, wir haben hier einen Schreibfehler. Wir hatten einen Schreibfehler.
Ich hatte ein großes D drin, aber es ist hier wirklich wichtig, auch die Rechtschreibung einzuhalten, beziehungsweise die großen Kleinschreibungen. Das heißt, ich werde hier wieder reingehen und sage jetzt nicht build and deploy mit einem großen D, sondern mit einem kleinen. Das gleiche jetzt wieder und jetzt kann ich auch hier sagen fixed CI/CD batch in readme.md und pushe das Ganze nochmal. Und jetzt sollten wir auch gleich sehen, dass wir in der CI/CD, in diesem Repository auch schon die Batch haben. Genau, jetzt sehen wir auch No Status bisher. Das heißt, es ist noch pending und wir sehen dann, nachdem es funktioniert hat, Success. Das war's für heute. Nächstes Mal können wir noch vielleicht auch die Docker Hub Description updaten. Das heißt, wenn wir hier draufklicken als kleine Vorschau, sehen wir in der Overview des Docker Hubs Repositories nichts. Da wollen wir bestenfalls auch die Description pushen automatisch, damit wir, sobald wir Changes in der README haben, das Ganze auch auf Docker Hub wiederfinden. Das dann nächstes Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.